Raumstart für die Lorenz Lives VU Feldkirch im zweiten Playoff-Halbfinale gegen Jesenice. Bereits nach 3 Minuten und 50 Sekunden Stanley mit diesem Querpass. Die Scheibe wurde abgefälscht und fand den Weg ins Tor. Die VU lag mit 1:0 in Frutz. Danach tat sich im ersten Abschnitt nichts mehr, dafür ging es im zweiten Drittel rund. Draschkowitz setzte hier nach, Stanley mit dem Auge und nach nur 29 Sekunden im zweiten Spielabschnitt stand es 2:0. Die Gäste stemmten sich nun gegen die Niederlage, aber Keeper Bock ließ sich vorerst nicht bezwingen. Die VEU in der Offensive zunächst einfach effizienter, Draschkowitz hier erneut mit dem Assist, Stanley eiskalt und schon führten die Montfortstädter 3:0. Danach stockte das Spiel der Hausherren allerdings, Jesenice kämpfte sich zurück in die Partie und belohnte sich selbst, Thamann von der blauen Linie und plötzlich stand es nur noch 3:1. Die Slowenen danach im Aufwind und wenig später in Überzahl, wieder gut saß draußen und Jesenice im Powerplay erfolgreich. Reiser tankte sich durch, Manfreda staubte ab und auf einmal waren die Gäste wieder zurück in der Partie. Beflügelt durch den 3:2 Anschlusstreffer, Jesenice nun mit einer breiten Brust. Die VEU kurze Zeit orientierungslos und die Gäste schlugen eiskalt zu. Rema versenkte die Scheibe hier trocken im Kasten und erzielte so das 3:3. Alles also wieder offen. Die Fans setzten daraufhin ein Zeichen und die Cracks auf dem Eis nahmen die Botschaft an. 30 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels gingen die Hausherren durch diesen kuriosen Treffer durch Rina wieder in Führung. Neuer Spielstand 4:3, rein in den letzten Abschnitt. Und da tat sich bis zur letzten Minute nichts. Erst als die Slowenen den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzten, gelang der VU der entscheidende Treffer. Scholz traf hier aus dem Getümmel heraus und erzielte so den 5:3 Endstand. In der Best-of-5-Halbfinalserie stellte Feldkirch somit auf 1:1.